Hast du nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz, und glühtest jung und gut? Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich klappe. Jetzt mach sofort das Video aus. Mach ich. Sturm und Drang. Hallo, liebe Deutschlernende. Sorry, ich wollte euch nicht erschrecken, aber ich habe in meiner heutigen E-Mail die Sturm- und Drangphase erwähnt. Eine literarische Richtung der deutschen Literatur. Und ich möchte euch heute ein Beispiel aus der Sturm- und Drangzeit vorlesen. Ein richtig schönes Gedicht. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich zwei Dinge sagen. Nummer eins, ich habe auf euer Feedback gehört und ich mache es jetzt so, dass ihr beide Untertitel, Deutsch und Englisch, an- und ausschalten könnt. Ja, ihr seht jetzt nicht mehr hier deutsche Untertitel, sondern klickt einfach auf die Optionen, um entweder die deutschen oder die englischen Untertitel einzustellen. Je nachdem, welche besser für euch ist. Mein Tipp, benutzt sie nicht immer. Versucht, dieses Video auch zu verstehen ohne Untertitel. Und wenn du beide brauchst, dann schau dir das Video am besten zweimal an, weil du so auch viel mehr verstehst. Ja? Schau es dir mit englischen Untertiteln an, dann weißt du, worum es geht. Und dann schau es dir mit deutschen Untertiteln an. Und wenn du dann noch eine Herausforderung haben willst und wirklich dich trainieren willst, Deutsch nur zu hören und zu verstehen, dann schau dir das Video ohne Untertitel an. Die zweite Nachricht für heute ist, dass ich einen neuen Förderer auf Patreon habe. Vielen Dank, Nikolas. Das ist echt total super. Und auch vielen Dank an all die anderen Förderer. Ihr gebt mir die finanzielle Unterstützung, die ich brauche, um diese Videos immer und immer weiter zu machen. Bis in alle Ewigkeit. Nun gut, kommen wir zum Gedicht. Das Gedicht heißt Prometheus und wurde von dem berühmten deutschen Dichter Johann Wolfgang von Goethe geschrieben. Das Gedicht stammt, wie gesagt, aus der Sturm- und Drangzeit und es geht darin um den Halbgott Prometheus, der, wenn ihr den Mythos kennt, der hat das den Menschen das Feuer gegeben. Das Feuer war erst etwas, was nur den Göttern gehörte. Ja? Aber dieser Halbgott hat das Feuer gestohlen und es den Menschen gegeben. Dafür wurde er von dem Obergott, von Zeus, bestraft. Er wurde an einem Pfahl festgebunden, ja, und jeden Tag kam ein Rabe und fraß seine Leber. Ja, der Rabe ist hier hingeflogen, hat ihn angepiekst und seine Leber gefressen, und weil er ein Halbgott war, ist seine Leber immer wieder nachgewachsen. Das ist eine ganz schöne Bestrafung dafür, dass er den Menschen das Feuer gegeben hat.
Ja? Eine Sache, die eigentlich lobenswert ist. Und da können wir verstehen, dass Prometheus sehr, sehr wütend war. Dies ist das Gedicht Prometheus von Johann Wolfgang von Goethe aus der Zeit des Sturm und Drangs. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und übe dem Knaben gleich, der Disteln köpft, an Eichen dich und Bergeshöhen. Musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut, und mein Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonn als euch, Götter. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch eure Majestät und darbtet. Wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren? Da ich ein Kind war, nicht wusste, wo aus noch ein, kehrt ich mein inneres Auge zur Sonne, als wenn drüber wär ein Ohr zu hören meine Klage, ein Herz wie meins sich des Bedrängten zu erbarmen. Wer half mir wieder der Titanen Übermut? Wer rettete vom Tode mich, von Sklaverei? Hast du nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz, und glühtest jung und gut, betrogen, Rettungsdank dem Schlafenden da droben? Ich dich ehren. Wofür hast du die Schmerzen gelindert je des Beladenen? Hast du die Tränen gestillt je des Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal, meine Herren und deine? Wähntest du etwa, ich sollte das Leben hassen, in Wüsten fliehen, weil nicht alle Blütenträume reiften? Hier sitz ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich. Und dein nicht zu achten, wie ich. Ich hoffe, euch hat das Gedicht gefallen. Ich hoffe, es war inspirierend. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und immer bis morgen. Tschüss.